Ja, hallo Bernd, ich Hallo. begrüße dich zum Interview und möchte erstmal zum Ausdruck bringen, wie sehr ich mich freue, dass ich die Gelegenheit hatte, dich zu interviewen. Ich möchte gerne mit einer ganz allgemeinen Frage anfangen. In was für einer Welt leben wir aus deiner Sicht? In einer sehr interessanten. Ja, ich meine, es gibt ja viele Tendenzen, die wirklich besorgniserregend sind, die sich krisenhaft zuspitzen auf verschiedensten Ebenen. Nennen wir mal die Finanzkrise, dann die Euro-Krise, alles, was daran hängt. Jetzt haben wir auch noch mitgekriegt, dass wir hier in einem totalen Überwachungsstaat leben und dass die Bundesrepublik Deutschland im Grunde auch behandelt wird wie ein Vasallenstaat, etwas, was ja vorher durchaus schon erkennbar war, aber das ist jetzt hier in den letzten Tagen und Wochen nochmal sehr deutlich in die Oberfläche gespült worden. Natürlich auf anderen Gebieten, Stichwort Klimakatastrophe, angebliche Erderwärmung. Ich meine, heute könnte man wirklich meinen, die These sei richtig. Nur ob sie allein auf CO2 zurückzuführen ist oder im Wesentlichen, das stelle ich sehr in Frage. Da gibt es ganz andere, viel bedeutendere Faktoren, die diesen lebenden Organismus Erde wirklich immer mehr zugrunde gerichtet haben und zugrunde richten und also auch die Atmosphäre. Und also auch das Klima oder das Wettergeschehen. Aber jedenfalls haben wir zunehmend extreme Wettersituationen, einerseits Dürre, andererseits Überflutungen. Es geht in die Extreme rein. Und wir könnten es beliebig fortsetzen, wo es überall Probleme gibt. Auf der anderen Seite, in der gleichen Zeit, auf der gleichen Welt, gibt es ganz viele andere Sichtweisen, andere Erkenntnisse, andere Erfahrungen, andere Wege heraus aus diesen vielfältigen destruktiven Tendenzen, über die allerdings die breite Öffentlichkeit noch nicht so allzu viel erfahren hat. Das hängt auch zusammen mit einer bestimmten Struktur der Medienlandschaft. Aber immerhin, wer sich im Internet mal auf den Weg gemacht hat, abseits der Mainstream- oder Main-Block-Medien, der wird sehr fündig schon geworden sein und das geht ja immer weiter. Es sind zukunftsweisende Alternativen, nicht nur schon längst erdacht, sondern auch in vieler Hinsicht auf den Weg gebracht. Und wenn all das sich erst einmal versteht als Teil einer größeren Bewegung der Bewusstwerdung, dann kann das sehr viel Kraft entfalten und dann besteht vielleicht und hoffentlich die Möglichkeit, den destruktiven Tendenzen etwas Aufbauendes, Konstruktives, Zukunftsweisendes entgegenzusetzen oder vielleicht gar nicht entgegenzusetzen, sondern an die Stelle zu setzen. Wege, die der lebendigen Entfaltung von Mensch, aber auch darüber hinaus, von allen Lebewesen, von der Natur, vom lebenden Organismus Erde dienen. Und ich selber habe mich da ja schon seit einigen Jahrzehnten mehr und mehr auf den Weg gemacht, mich mit solchen ungewöhnlichen Sichtweisen näher zu beschäftigen, die ja oft verhöhnt und verspottet werden bis heute, die oft auch mit Dreck beschmissen werden, beziehungsweise die Personen, die sich dort engagieren, die lange Zeit auch ganz ignoriert wurden. Das lässt sich nicht mehr so ohne weiteres aufrechterhalten. Da gibt es jedenfalls schon ganz viel und alleine das, was ich mir selber da näher angeguckt habe, ist erfüllend genug und hat mich übrigens zu dem Satz gebracht, unsere Universitäten bringen manche Gelehrte hervor, was wir viel mehr brauchten, sind Erfüllte, von Lebens- und Liebesenergie Erfüllte. Vielleicht kann man mal sagen, können wir mal darüber sprechen, was ein Problem ist. Weil ich meine,
Ein Problem entsteht ja dadurch, dass man Dinge oder Menschen oder Umstände so sieht und das Gefühl hat, die müssten eigentlich anders sein oder die könnten eigentlich anders sein. Stimmt das? Also das ist ganz wichtig, überhaupt mal die Frage zu stellen, könnte es nicht auch anders sein? Und das Verheerende in der Darstellung jetzt auf politischer Ebene, auf Medienebene, ist ja oft, dass es heißt, es sei alternativlos. Also die ganzen Rettungspakete hier im Zusammenhang mit Bankenrettung, mit Rettung von angeblich von Staaten, die vom Staatsbankrott bedroht sind, von Euro-Rettung und was der Dinge als mehr sind. Es wurde ja jedes Mal der Öffentlichkeit so präsentiert mit diesem schönen Herzchen unserer Bundeskanzlerin. Es ist alternativlos, ja, und wir müssen das eben jetzt in der und der Weise beschließen. Wenn das wirklich so wäre, dass es alternativlos wäre, könnte man eigentlich den Anspruch einer Demokratie sich abschminken. Eine Demokratie lebt ja davon, dass verschiedene Sichtweisen, nicht nur verschiedene Erklärungen, auch verschiedene Lösungswege in die öffentliche Diskussion gebracht werden. Und wenn es alternativlos ist, was soll man da noch diskutieren? Dann kann man wirklich nur noch durchwinken. Und das Beklemmende ist ja, dass das in den letzten Jahren vermehrt geschehen ist, also jetzt gerade im Zusammenhang mit der Finanzkrise. Die Parlamente sind degradiert worden, wirklich zu Durchwinkanstalten oder Automaten. Und es gibt insoweit bei uns und auch in anderen Ländern gibt es keine wirkliche Opposition. Also wäre erstmal zu fragen, gibt es wirklich keine Alternativen? Und meine Erkenntnis auf vielen Gebieten ist, doch es gibt grundlegende und zwar lebenspositive und zukunftsweisende Alternativen. Sie müssen zunächst mal erkannt und gedacht werden und dann natürlich mehr und mehr auch umgesetzt werden. Und wenn das nicht geschieht, dann ist das allerdings ein beklemmender Zustand, wo ich meine, dass der nicht aufrechterhalten bleiben sollte. Also etwa im Bereich der Entwicklung, was die Wirtschaft anlangt, die zunehmende Polarisierung zwischen Reich und Arm, dazu soll es keine Alternative geben. Das wäre doch der komplette Wahnsinn, wenn ein immer kleinerer Teil der Gesellschaft immer größere Einkommen und Vermögen anhäuft, dadurch immer größere Macht bekommt, immer größeren Einfluss, sich sozusagen alles und jedes und jeden kaufen kann, einschließlich der Medien, einschließlich der Politiker. Und dazu soll es keine Alternativen geben. Auf der anderen Seite wachsendes, auch materielles Elend, wachsende Armut, nicht nur in großen Teilen der dritten Welt, das ist ja schon als Problem mindestens seit einiger Zeit bekannt, aber doch in wachsendem Maße in den reichen, sogenannten reichen Ländern, also auch in Deutschland. Was bringt dann so ein Spruch unserer Bundeskanzlerin? Deutschland geht es gut. Wer ist denn Deutschland? Ich habe eine Person namens Deutschland noch nicht gesehen. Wenn man sagt, Deutschland geht es gut, dann kann das allenfalls sich beziehen auf irgendwelche Durchschnittsgrößen, statistischen Durchschnittsgrößen. Aber was hat denn derjenige, der auf Hartz IV gelandet ist und dem dann per Sanktionen vielleicht noch diese wenigen Euro immer weiter zusammengestrichen werden, was hat dieser Mensch denn davon, dass er weit unter dem Durchschnitt sich befindet, während demgegenüber andere im Reichtum nur so schwimmen? Da kann man nicht sagen, Deutschland geht es gut. Wo eine Gesellschaft sich derart zunehmend polarisiert, gibt es ein Problem. Es bauen sich Spannungen auf. Das sind hier ökonomische, das sind soziale Spannungen, das wirkt sich natürlich auch auf die
Menschen aus, also emotionale Spannungen, wachsender Stress, wachsende Burnout-Syndrome bei denen, die da beschäftigt sind und zum Teil 60 bis 80 Stunden dann ackern, während auf der anderen Seite dann so und so viele und in wachsendem Maße arbeitslos oder nur in sinnlosen Beschäftigungen da aus der Statistik rausgenommen werden, damit sie nicht als arbeitslos erscheinen. Das sind solch riesigen Probleme. Und dieser wachsende Druck, der sich ja dann in vielen Bereichen der Gesellschaft wiederfindet, angefangen schon im wachsenden Druck auf die kleinen Kinder und dann schon in den Kitas und dann in den Schulen und dann in der Lehre oder auf den Gymnasien, Universitäten und was es alles gibt. Da ist ja durchgängig zu beobachten, dass es immer mehr Druck gibt, immer schneller, immer weiter, immer höher. Wir brauchen Wachstum, Wachstum über alles in der Welt. Ja, aber warum eigentlich? Das ist ein Problem. Und wenn man sich mal mit den tieferen Ursachen dieser Polarisierung der Gesellschaft näher beschäftigt, stößt man ja unter anderem auf die Struktur und Dynamik des herrschenden Geldsystems. Und dann ist es auch wichtig, sich zu fragen, gibt es da keine Alternativen? Hat es da nie was anderes gegeben? Oder wenn, dann nur was Schlechteres? Oder wären vielleicht Ansatzpunkte zu finden, wo grundlegende Änderungen erforderlich sind, damit derart destruktive Tendenzen sich nicht noch weiter beschleunigen, sondern umgekehrt sich verlangsamen bzw. sich die Entwicklung in lebenspositivere Bahnen hin entfaltet. Und wie gesagt, meine Erkenntnis ist die, es gibt erstens andere Erklärungen, zweitens auch andere Wege, Alternativen und drittens solche, die auf lange Sicht nicht so destruktiv sind wie das vorherrschende System. Wo liegen die Gründe in der Tiefe, dass es so ist, wie es ist? Ich meine, aus einer absoluten Sicht könnte man sagen, das Leben ist so, wie es ist. Und das Leben möchte halt diese Erfahrungen machen, durch uns Menschen, durch die Erde, durch alles. Aber das schließt ja alles ein. Das wird auch einschließen, der Impuls, was zu verändern, der Impuls, glücklich zu leben, schön zu leben, in Reichtum zu leben, für alle, das zu vermitteln, der ist auch da. Aber wo sind die tiefen Gründe? Ist das in der Kindheit, was da bei den Menschen kaputt gemacht wird, oder ist es die Gier im Menschen, die einfach auch als Potenzial da ist? Wo ist der tiefe Grund? Ja, die Frage habe ich mir natürlich auch immer mehr gestellt. Ich habe einige mir wesentlich erscheinende tiefere Ursachen herausgefunden, die ich auf ein paar Stichworte verdichtet habe. Das ist einmal die materielle Entwurzelung einzelner Menschen, aber auch großer Teile der Gesellschaft. Das heißt, der materielle Boden geht ihnen unter den Füßen sozusagen weg oder das materielle Dach über dem Kopf geht ihnen verloren. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der hat eine große Rolle gespielt in der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren. Massenarbeitslosigkeit damals, das hat den Weg geebnet für den Faschismus in Deutschland und so weiter und so fort. Mir scheinen aber auch noch andere Formen der Entwurzelung ganz wesentlich zu sein. Emotionale Entwurzelung. Das setzt sehr früh an in der Entwicklung des einzelnen Menschen, im Grunde schon um die Geburt drumherum, eigentlich schon in der Schwangerschaft, also dort, wo dieser neue Mensch im Mutterleib heranwächst. Da können schon sehr traumatische Erfahrungen durchlebt und durchlitten werden,
im Zusammenhang mit der Geburt, wie sie lange Zeit praktiziert wurde und auch alternativlos erschien und wie man dann erst im Zusammenhang mit dem Stichwort sanfte Geburt und natürliche Geburt, Frédéric Leboyer, Michel Audin und so weiter, Eva Reich, immer deutlicher erkannt hat, Geburt kann ganz anders verlaufen, auch Schwangerschaft schon, kann ganz anders, viel sanfter, viel mit viel weniger oder gar keinen Komplikationen verlaufen, was allerdings bestimmte Geburtsvorbereitungen dann auch bedingt. Es bedingt auch bestimmte grundlegende Veränderungen in der Geburt, jedenfalls so, wie sie vor einigen Jahrzehnten noch fast flächendeckend praktiziert wurde. Da wurden nämlich den Babys unglaubliche, schlimme Erfahrungen zuteil. Das ganz schnelle Abnabeln etwa hat Todesängste erzeugt, weil ja noch keine andere Versorgung außer der über die Nabelschnur bekannt war. Keine eigene Atmung, keine eigene Nahrungsaufnahme. Wenn das Baby schnell abgenabelt wurde, dann ist es in Todesangst geraten, damit aber dann die Atmung einsetzt, hat man das auf den nackten Po geschlagen und zwar so, dass es schmerzte und die Babys brüllten. Und wenn sie gebrüllt haben vor Schmerz, dann wurde das gewertet und gedeutet als Erfolg der Geburtshelfer, denn um brüllen zu können, muss man atmen und also war die Atmung in Gang gekommen. Es lebt. Und dann haben sich alle gefreut, die daran beteiligt waren, während dieses kleine, geschlagene Baby unter Schmerzen verzweifelt geschrien hat. Das ist ein so grundlegendes Missverständnis. Das hat Leboyer ja dann sehr deutlich und eindrucksvoll da herausgearbeitet. Das muss alles nicht sein. Das weiß man mittlerweile übrigens. Man hat daraus gelernt. Mittlerweile lässt man jedenfalls hier in unseren Breiten meines Wissens die Nabelschnur erstmal auspulsieren, das kann eine ganze Weile dauern und dann wird sie durchgetrennt. Und dann hat das Baby schon mal selber geatmet und dann hat das Baby schon mal die Mutterbrust gefunden, noch verbunden mit der Nabelschnur und hat sich dann sozusagen eine neue Quelle der Versorgung, der Nahrung eben in diesem Fall erschlossen. Und mit diesem Hintergrund von neuem Vertrauen, von Urvertrauen, kann dann die Nabelschnur durchtrennt werden, ohne jede Todesangst, ohne die danach scheinbar notwendig gewordenen Quälereien des Babys, in dem es geschlagen wurde und so weiter. Das ist jetzt nur mal ein kleines Beispiel. Eine Fülle von anderen grausamen Ritualen ist den Babys lange Zeit gewohnheitsmäßig, ritualmäßig, auch in unseren Breiten angetan worden. Ich erwähne ganz kurz das Einträufeln von ätzenden Silbernitrattropfen in die Äuglein der Neugeborenen, wo diese Äuglein dann oftmals gequollen sind. Es hat geschmerzt. Es war so, dass die Babys sich zurückgezogen haben, auch emotional zurückgezogen haben. Und das in einem Moment, wo der natürliche Impuls der Neugeborenen ist, die Äuglein zu öffnen, wenn sie nicht gerade durch grelles Scheinwerferlicht geblendet werden, in Augenkontakt, in Blickkontakt zu kommen zu der Mama, die hoffentlich dazu auch in der Lage ist, also mit offenen, liebevollen Blicken das Baby zu begrüßen. Und in dieser Phase, wo dieser Impuls von Natur aus sich entwickelt. In dieser Phase wird stattdessen und wurde stattdessen früher flächendeckend wurden die Babys mit diesen ätzenden Silbernitrattropfen begrüßt. Höllentropfen hießen die im Volksmund, weil es die reine Hölle war. Aber die Auffassung, die offizielle Auffassung auch in der Medizin, in der Geburtshilfe, die war eben damals, das Baby fühlt noch nichts. Das muss erst noch fühlen lernen. Das war ein Riesenirrtum
Und erst die tiefen Psychologien, also beginnend schon mit der Psychoanalyse, ist ja manches aufgedeckt worden, was da verdrängt war. Aber vor allen Dingen mit der körperorientierten Psychotherapie oder den verschiedenen Therapien gingen die Erfahrungen dann ja so weit zurück bis zur eigenen Geburt. Und dann wurde mehr und mehr erkennbar, wie diese Menschen damals als Babys gelitten haben und sich gefoltert gefühlt haben und gequält gefühlt haben. Und dieser Schmerz, also das sind ja mehrfache Schmerzen und dann auch Trennungsschmerzen von dieser Verbundenheit erstmal mit der Mama. Dieses Wegreißen der Babys dann gleich auf Säuglingsstation, das war auch früher das Durchgängige. Das sind so schlimme Schmerzen, die ein kleines Baby nicht anders aushalten kann oder damit umgehen kann, als sie zu verdrängen. Das heißt, dieser Konflikt zwischen diesen natürlichen Impulsen und der Sehnsucht nach liebevollem Kontakt, nach Geborgenheit und Vertrauen und Urvertrauen, dieser Konflikt im Verhältnis zu einer Umwelt, die diese existenziellen Bedürfnisse zutiefst missachtet und geschunden und gefoltert hat. Diese Konflikte mussten verdrängt werden und das ist dann im Unbewussten so tief abgelagert, so tief eingebrannt, dass es für einen erwachsenen Menschen ganz schwer ist, da nochmal in diese Tiefe hin zu gelangen, das Leid nochmal zu durchleben und es dann sozusagen zu überwinden. Das sind Wege, die möglich sind und etliche sind ja solche Wege auch gegangen auf die eine oder andere Art mit verschiedenen therapeutischen Behandlungsmethoden. Jedenfalls ist da erkennbar geworden durch solche Erfahrungen, was das für tiefe Spuren hinterlässt. Wie Menschen ein Leben lang als Erwachsene unbewusst davon geprägt sind, von den Folgen dieser emotionalen Entwurzelung. Und das ist ja auch der Hintergrund für den verzweifelten und zwanghaften Versuch von Menschen, später ihr verlorenes Glück irgendwo und auf ganz andere Weise zu suchen. Und meistens auf Wegen und in Richtungen, die letztendlich immer weiter weg davon führen. Also, im zwanghaften, suchthaften Verhalten auf vielen Ebenen, bis hin zur Konsumsucht, aber auch zu den Suchtformen, also mit starken Drogen und so weiter. Aber bis in die Konsumsucht, kaufen, 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 shoppen, 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 dafür braucht man aber Geld, dann heißt es jobben, jobben, jobben. Ich wollte da schon mal ein richtiges Stück draus machen, vielleicht mache ich das auch nochmal. Weil das ist die Reduzierung des potenziell kreativen und liebevollen Menschen auf einen jämmerlichen Rest. Jobben, 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 shoppen, shoppen, shoppen. Und dann in der Tretmühle nicht nur gejagt werden, sondern sich selber immer wieder zu jagen, bis es nicht mehr geht, bis Burnout ansteht. Und was es alles für Formen von Erkrankung gibt. Tiefe Depressionen in einer sogenannten Wohlstandsgesellschaft. Gewalt, das sind tiefere Ursachen von Gewalt. Wem selber so viel Gewalt, zum Beispiel schon in der ganz frühen Phase oder dann später in der eigenen sexuellen Entwicklung durch Missbrauch und so weiter angetan worden ist, gibt diese ihm angetane Gewalt unbewusst weiter an andere. Und die Gesellschaft, wenn man sich mal die USA anguckt, ist ja so geprägt durch Gewalt im Alltag und dann natürlich die Angst vor dem Ausbruch der Gewalt. Und dann muss
alles überwacht werden und kontrolliert werden. Und dann nimmt das ja paranoide Züge an, und zwar nicht nur individuell, sondern kollektive Paranoia. Was sich derzeit hier tut, beziehungsweise an die Oberfläche gekommen ist, mit diesen ganzen Überwachungsskandalen, NSA und so weiter, und die ganzen Verwicklungen unserer Geheimdienste, das ist ja in völliger Unverhältnismäßigkeit zu der tatsächlichen Bedrohung. Man steigert sich immer weiter hinein, und das, was man an Werten in die Gesellschaft und in die Welt hinausträgt, Freiheit zum Beispiel und Demokratie und so weiter und Menschenrechte, alles bleibt mehr und mehr auf der Strecke vor dem Hintergrund solcher Entwicklungen. Also das war jetzt einiges, wenn auch nur stichwortartig, zu dem Stichwort tiefere Ursachen von Fehlentwicklungen. Und da hatte ich die materiellen Entwurzelungen, jetzt die emotionalen Entwurzelungen. Es gibt noch ein paar andere. Vielleicht können wir aber mal weitermachen. Also Geburt, hast du jetzt gesagt, was deiner Meinung nach eben natürlich wäre und schön wäre und keine Folgen hätte für die Kinder, keine negativen. Wie ist es dann danach? Da ist es doch der Körperkontakt, ne? Dass Kinder eigentlich von Natur aus sollten eigentlich möglichst immer in Kontakt mit der Mutter sein. Also nicht im Kinderwagen gesetzt werden, sondern getragen werden, der Körperkontakt. Der ist ganz wichtig. Das zeigen ja auch Studien aus anderen Gesellschaften. Es gab ein Buch von der Jean Liedloff, die auf der Suche nach dem verlorenen Glück. Das ist eine amerikanische Autorin, die dann mal bei einer Reise nach Mittelamerika oder Südamerika dabei war, Venezuela war es, glaube ich, und traf dort auf einen Indianerstamm und konnte die Welt nicht mehr verstehen. Also sie kam aus der durch und durch neurotischen amerikanischen Gesellschaft, neurotisch bis psychotisch, und fand dort eine Gesellschaft von glücklichen Menschen vor. Wie geht das denn? Das war wie ein Traum, das konnte sie gar nicht fassen. Und dann hat sie sich immer mehr gefragt, wie ist das möglich, dass diese Menschen so viel Lebensfreude entfalten, dass sie sogar bei der Arbeit gesungen haben und getanzt haben und einfach das reine Glück ausgestrahlt haben. Und eine Beobachtung fand sie in dem Zusammenhang sehr wichtig, nämlich dass die Babys und dann die kleinen Kinder ja eigentlich ununterbrochen in Körperkontakt waren. Am Körper der Mutter, dann in den Tüchern, auch wenn die Mutter gearbeitet hat. Die Kinder waren im Tuch drin. Sie waren sozusagen nicht nur im Hautkontakt, sondern ja auch eingebettet und umhüllt von diesem Lebensenergiefeld, was ja in vielen Zusammenhängen beschrieben wird und auch erfahren werden kann, was allerdings aus unserem westlichen wissenschaftlichen Weltbild völlig rausgeraten ist. Aber wo solche Forscher wie Wilhelm Reich Lebensenergie wiederentdeckt haben und eben auch diese Energie als ein Energiefeld über die stofflichen Grenzen des Körpers hinaus erkannt haben. Und dieser energetische Kontakt, also des Energiefeldes zwischen der Mutter und dem Baby, ist ganz wichtig, ist nährend sozusagen, jetzt nicht auf einer stofflichen Ebene, sondern das ist sozusagen die Liebesnahrung, das ist das Liebesgefühl, das ist das tiefe Vertrauen, die tiefe Geborgenheit. Und das ist mit die wichtigste Nahrung, neben der stofflichen, die für das Gedeihen, für die lebendige, gesunde, auch emotional gesunde Entfaltung von Babys, von Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen und so weiter von großer Bedeutung ist. Und wenn Kinder also viel oder fast ununterbrochen oder jedenfalls zum großen Teil in diese
Lebensenergiehülle eingebettet sind, umhüllt sind, dann kommt das ihrer Entwicklung sehr zugute. Ja, und wenn die Kinder dann ein bisschen älter sind, dann ist es wichtig, ihnen so viel Freiheit wie nur irgendwie möglich zu geben. Also sie so wenig wie möglich einzuschränken und das, was aus ihnen kommt, heraus sich ausleben lassen. Ja, es gibt ja verschiedene Phasen der Entwicklung, die sie durchlaufen. Die Sexualität beginnt ja nicht erst in der Pubertät, sondern diese lustvollen Regungen und Erregungen jetzt in verschiedenen Körperbereichen, das ist ja etwas, was auch bei kleinen Kindern sich schon entwickelt. Das musste ja erstmal entdeckt werden seinerzeit durch Sigmund Freud, dass es so etwas wie eine kindliche Sexualität gibt. Dann später die Sexualität in der Pubertät ist, dann in die erwachsene Sexualität einmündet, wenn überhaupt, wenn es sich so weit entfalten kann. Und auch hier sind ja grundlegende Entdeckungen gemacht worden, auch ethnologische Forschungen. Ich möchte hinweisen auf die Forschung von Bronislaw Malinowski, das war in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, über die Trobriander-Gesellschaft. Das ist eine Inselgruppe in der Nähe von Neuguinea. Und in dieser Gesellschaft sind Kinder und Jugendliche so grundlegend anders aufgewachsen, als es der Malinowski kannte aus Europa und aus anderen Teilen der Welt. Den Begriff, den Wilhelm Reich später dafür entwickelt hatte, war der Begriff Selbstregulierung. Also man hat die inneren Impulse der Kinder sehr ernst genommen und der Jugendlichen, jetzt von Seiten der Erwachsenen, und hat Bedingungen geschaffen, wo sich diese, oder es gab Bedingungen in diesen Gesellschaften, wo sich diese kindlichen und jugendlichen Impulse entfalten konnten. Kinder haben ganz unbeschwert miteinander gespielt, da gab es jetzt keine Tabus. Sie haben sich einfach gefreut an ihrem Körper, auch an Kontakt mit anderen Gleichaltrigen, etwa Gleichaltrigen. Die Jugendlichen, da war extra Vorsorge getroffen. Es gab Liebeshäuser, Buku Matula hießen die. Liebeshäuser, also Hütten, die den ausdrücklichen Zweck hatten, dass sich Jugendliche dort zurückziehen konnten. Also Liebespaare zurückziehen konnten und Tag wie Nacht zusammen sein konnten und ihr Liebesleben erkunden konnten. Das ist alles vollkommen unvorstellbar, allemal zur damaligen Zeit, wo Malinowski das erforscht hat. Und als Wilhelm Reich dann auf diese Veröffentlichung von Malinowski stieß, Anfang der 30er Jahre, war das für ihn gleich ein ganz starkes Argument dafür, dass diese Freudsche These, die der späte Freud aufgestellt hat, von wegen der Mensch sei von Natur aus destruktiv, dass die überhaupt nicht zu verallgemeinern ist, überhaupt nicht zu halten ist. Auch wenn die Destruktivität weit verbreitet ist und gewesen ist, aber sie ist nicht die Natur des Menschen, sondern sie ist die Folge der Unterdrückung der menschlichen Natur. Und diese Trobriander-Gesellschaft hätte eigentlich nach der Deutung des späten Freud in Gewalt, in Mord und Totschlag einmünden müssen, wenn dort sozusagen die Kinder und Jugendlichen machen konnten, was sie wollten. Was machen dann erst die Erwachsenen? Aber genau das Gegenteil war der Fall. Die Trobriander-Gesellschaft war eine sehr friedliche Gesellschaft, eine sehr liebevolle Gesellschaft. Und man kann sich dann allenfalls fragen, ja, wie war das denn, wenn die Jugendlichen, und zwar schon nach Erreichen der Geschlechtsreife, wenn sie dort sexuellen Kontakt hatten, dann müsste doch eigentlich Nachwuchs entstanden sein. Aber das war nicht der Fall. Das dürfte wohl den Grund gehabt haben, dass die Frauen in der Gesellschaft über das Wissen über natürliche Empfängnisverhütung verfügt haben. Und das allerdings nur unter Frauen weitergegeben haben und dem männlichen Ethnologen Malinowski
dieses Geheimnis nicht offenbart wurde. Er hat sich nur gefragt, wie kommt das denn? Also sie hatten eine auch insoweit unbeschwerte Jugend. Sie konnten sich in ihrer Sexualität ausprobieren, ohne Angst vor unerwünschter Schwangerschaft, ohne die ganzen Schuldgefühle, die ja insbesondere von den patriarchalen Religionen weltweit im Zusammenhang mit der Sexualität und der vorehelichen Sexualität immer wieder geschürt worden waren. Und die ja Jugendliche oftmals dann auch in die Verzweiflung getrieben haben und in die Angst, erwischt zu werden und so weiter und so fort. Von all dem unbeschwert konnten die Jugendlichen in der Trobriander-Gesellschaft aufwachsen. Das sind so eindrucksvolle Beispiele. Im Grunde müsste das an allen Schulen gelehrt werden und in allen Medien verbreitet werden. Aber offenbar ist solches Wissen in dieser Gesellschaft nicht allzu sehr erwünscht. Und so ist es eben in relativ kleinen Kreisen geblieben. Aber das besagt nicht, dass es nicht von großer Bedeutung wäre. Wenn ich das richtig erinnere, gab es nicht eine Zeit, als wir im Reich in Berlin waren, wo er das auch so gefordert hat, dass es also Häuser gibt für Jugendliche. Ich meine, das wäre ja auch heute möglich. Also einerseits ist möglich, dass Eltern ihren Kindern die Freiheit geben. Die meisten Kinder haben ein eigenes Zimmer, da zu machen mit anderen Kindern, was sie möchten, oder Jugendlichen. Aber andererseits könnte man auch fordern, dass es Häuser für Jugendliche gibt. Es gibt ja. Ja, das wäre jetzt ein Punkt von vielen, was den Wilhelm Reich anlangt, der ja ein Schüler von Freud gewesen ist, aber diese Wende des späten Freud hin zum vermeintlichen Todestrieb nicht mitvollzogen hat. Er ist ja dann sehr stark auch gegangen in Gesellschaftskritik, nämlich was ist das für eine Gesellschaft, die in so vielfältiger Weise diese lebendigen und liebevollen Regungen schon der Kinder und dann der Jugendlichen, aber auch der Erwachsenen derart tabuisiert hat, derart unterdrückt hat, derart vermengt hat mit völlig Wesensfremden, also Schuld, Angst, Ekel, Druck, Gewalt und was da alles gerade am Thema Sexualität dranhängt. Warum geschieht das in der Gesellschaft? Wann ist das entstanden, wenn es doch andere Gesellschaften wie die Trobriander gibt, wo das unbekannt war? Und daraus ist ja bei Wilhelm Reich schon in den 20er Jahren ein sehr starkes gesellschaftsbezogenes und gesellschaftskritisches Engagement gefolgt. Da ist er ja von Sigmund Freud und dessen Getreuen, sage ich mal, ziemlich zurückgepfiffen worden. Freud hat mal gesagt, meine Herren, wir sind Ärzte und sollen Ärzte bleiben. Also von wegen nicht hier Gesellschaftskritik und schon gar nicht irgendwelche revolutionären Gedanken. Aber das war dem Wilhelm Reich viel zu eng. Er hatte so das Empfinden, was bringt es denn, wenn man über viele Einzelbehandlungen jetzt etwa der Psychoanalyse den Patienten oder die Patientin vielleicht von manchen neurotischen Symptomen befreien kann, während in der gleichen Zeit Millionen anderer Menschen gerade hineingestoßen werden in solche krankmachenden Strukturen und allem voran in diese ganze Sexualangst hineingetrieben werden. Er hat ja dann auch erkannt, dass Sexualangst sich nicht nur auf die Sexualität bezieht, sondern sich auswirkt als allgemeine Lebensangst oder Lebensängstlichkeit. Auch Angst vor Autoritäten, die Identifizierung mit Autoritäten. Dann allerdings das Ausagieren der aufgestauten Energien gegenüber Schwächeren, das Austoben gegenüber Schwächeren. Das sind ja alles Strukturen, die massenweise in den Menschen verankert waren und die nach den Erkenntnissen und Einschätzungen von Wilhelm Reich ja dann sozusagen den massenpsychologischen Resonanzboden abgegeben haben für den Faschismus. Das war ja sein richtungweisendes Werk, die Massenpsychologie des Faschismus. Und das hat er 1933 schon so klar gesehen.
Aber in der Zeit etwa, also Anfang der 30er Jahre, war eben auch sehr ausgeprägt sein Engagement in Sachen Sexualreform. Wenn das so ein wichtiges Thema ist, darf das nicht länger tabuisiert bleiben. Es darf auch nicht der Pornografie und der Prostitution überlassen bleiben, weil da sich auch ganz viel Wesensfremdes und Unschönes mit reinmengt. Sondern es sollte das Thema so klar wie möglich angegangen werden. Eben Aufklärung. Und das war ja damals umwälzend, dieses kollektiv verdrängte Thema zum öffentlichen Thema zu machen und zu sagen, das ist nicht nur Privatsache, eine Privatangelegenheit. Das hat enorme gesellschaftliche Konsequenzen. Da entscheidet sich letztendlich, da werden die Weichen dafür gestellt, ob eine Gesellschaft mehr sich in Richtung friedlicher Entwicklung gestaltet oder mehr in Richtung Gewalt. Und wenn wirklich Gewaltstrukturen wirksam überwunden werden wollen, dann reicht es nicht, immer da nur zu appellieren, sondern es braucht Grundlagen der lebendigen Entfaltung und der stärksten Kraft lebendiger Entfaltung, und das ist die Sexualität. In all ihren verschiedenen Facetten und Ausprägungen durch die verschiedenen Entwicklungsphasen. Und da hat Reich damals sehr viel Zulauf gefunden, also für seine Öffentlichkeitsarbeit, hat Veranstaltungen abgehalten zu diesen Themen, in Berlin dann auch sehr viel, aber auch in ganz Deutschland. Er hat eine sexualpolitische Bewegung mit ins Leben gerufen, das hieß damals Sexpol-Bewegung. Und er hat Sexualberatungsstellen mit anderen eröffnet und so weiter und so fort. Das war ein enormer Schritt weiter gegenüber der Psychoanalyse, die ihrerseits den Blick abwendete von den gesellschaftlichen Ursachen, von Neurosen und gar von Gewalt. Und die sich dann übrigens dem Nationalsozialismus auf eine beschämende Art angebiedert und angedient hat, in der Illusion, dort sozusagen überleben zu können. Das ist etwas, worüber ich gerade ein längeres Interview auf Crop FM gegeben habe, also unter dem Titel Wilhelm Reich und Gesellschaftskritik. Da wird erkennbar, was lange Zeit völlig unbekannt war, wie die Psychoanalyse sich immer mehr in Deutschland und zum Teil auch die internationale psychoanalytische Vereinigung sich immer mehr in die Selbstverleugnung begeben hat und letztendlich dem Nationalsozialismus sich angedient und angedienert hat. Auf Einzelheiten will ich jetzt in dem Gespräch hier nicht eingehen. Einer, der sich dort ganz markant und, wie ich meine, vorbildlich hervorgehoben hat, war der Wilhelm Reich. Und er ist dafür nicht gewürdigt worden, sondern er ist rausgeflogen aus der psychoanalytischen Bewegung. Er flog auch raus aus einem politischen Zusammenhang, in den er sich in der Berliner Zeit mal vorübergehend reinbegeben hatte, aus der KPD, der Kommunistischen Partei Deutschlands, wo er dachte, eigentlich, wenn es da um die Befreiung des Menschen geht, müssen die doch dieses Thema auch aufgreifen und aufnehmen und mit voranbringen. Aber bei dem Thema haben sie genauso geblockt, wie es die Psychoanalytiker getan haben, die meisten. Und so flog er auch da aus der KPD raus. Den einen war er angeblich den Psychoanalytikern zu revolutionär, den anderen, den Kommunisten, war er angeblich zu kleinbürgerlich und Pipifax und sich mit individuellen Problemen hier und dann schon noch mit der Sexualität beschäftigen. Das lenkt nur von den großen revolutionären Zielen ab. Und so ist er aus beiden rausgeflogen, musste außerdem dann ganz schnell fliehen aus Deutschland mit der Machtergreifung des Nationalsozialismus. Seine Bücher waren mit auf dem Index. Einige seiner Bücher sind mit verbrannt worden hier auf dem Bebelplatz in Berlin. Und dann ist er ja nach Skandinavien geflohen,
also Dänemark, Schweden und dann längere Zeit Norwegen, in der Hoffnung, dort mehr Zeit für die Weiterentwicklung seiner Forschung zu haben und mehr Ruhe vor allen Dingen auch zu haben, bis auch dann dort 1939 ein Sturm von Hetzkampagne losbrach gegen seine damals lebensenergetischen Grundlagenforschung. Und dann ist er in die USA übergesiedelt. Mich würde interessieren, gibt es auch heute Initiativen für einen sexuell reformerischen Ansatz? Also ist da irgendwie noch Leben drin oder gibt es da Menschen, die sich auch heute dafür einsetzen, für eine freiere Sexualität bei Kindern und Jugendlichen? Es ist als Thema, also soweit ich das überblicke, eigentlich weg vom Fenster. Einen enormen Rückschlag in dem Zusammenhang gab es natürlich bei AIDS. Da hieß es auf einmal von neuem und mit ganz anderer Begründung, Sexualität ohne Schutz ist ja lebensgefährlich. Also es mischt sich in die sexuelle Erregung dann die Todesangst mit ein. Und von da an war natürlich erstmal im Vordergrund, wo überall und in welchen Formen kann vor AIDS geschützt werden und davor gewarnt werden und. Aber ich denke, das hat auch tiefe Spuren hinterlassen. Und das wäre ja alles auch unvermeidlich, wenn die offizielle Interpretation von AIDS alternativlos wäre, wie sie ja dargestellt wird. Aber auch zu dem Thema hat es ja durchaus grundlegend andere Interpretationen und Deutungen gegeben. Ich nenne nur mal den Namen Peter Duisberg und das Stichwort AIDS-Kritik und andere Varianten von grundlegender Infragestellung der offiziellen Version von AIDS, auch da will ich jetzt nicht in die Details gehen, die sind auch nie durchgedrungen bis in die Öffentlichkeit. Es ist viel unternommen worden, um die Ausbreitung solcher alternativen Sichtweisen zu unterbinden. Es gab zum Beispiel einen Kinofilm von einem Filmemacher namens Poppenberg vor schätzungsweise 20 Jahren. Und da waren gleichrangig Vertreter der offiziellen AIDS-Theorie zu Worte gekommen und interviewt worden und auch verschiedene Richtungen von AIDS-Kritikern. Und dieser Film hat eine Uraufführung erlebt, ist dann aufgekauft worden von einem Filmverleih und von da an in der Schublade verschwunden. Der ist nie in die Kinos gekommen. Das spricht nicht für Meinungsfreiheit, nicht für Freiheit von Forschung und Lehre, nicht für Freiheit der Medien. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen anderen, auch bis in die junge Vergangenheit oder in die Gegenwart, auch zu anderen kritischen Themenbereichen, wo dann ja massiv geblockt wird und das heißt, es darf nicht in die Kinos reinkommen, wenn es sich um einen Film gehandelt hat. In einer solchen Atmosphäre, und das ist ja in den USA ja noch viel ausgeprägter, ist es fast unmöglich, solche Modelle eines freieren Umgangs mit der Sexualität, jetzt mit der kindlichen und jugendlichen Sexualität wirklich voranzubringen. Stattdessen ist die Sexualität oder das Thema ja so durchwebt worden mit Pornografie und die ganze Werbung ist sexualisiert worden in hohem Maße. Also sozusagen die sexuellen Regungen aufpeitschen, aber nicht um sie dann zur natürlichen Befriedigung kommen zu lassen, sondern um diese Erregung, diese aufgepeitschte Energie dann zu kanalisieren, zu verknüpfen mit irgendwelchen Werbebotschaften, sodass dann unbewusst dieses Produkt gekauft wird, weil es eben ja, Assoziationen gibt zu diesen Verknüpfungen, die da mal gelegt worden sind.
Also dieses in hohem Maße, dieser Missbrauch der Sexualität für manipulative Zwecke, das ist ja kaum noch zu übertreffen und zu überbieten. Aber dieses Thema kindliche Sexualität ist bis heute noch weitgehend tabu. Und wenn es überhaupt als Stichwort angesprochen wird, dann als Kindesmissbrauch, das heißt also Übergriffe von Erwachsenen auf Kinder im sexuellen Bereich, was natürlich in hohem Maße problematisch ist, was es auch in der Tropianda-Gesellschaft überhaupt nicht gegeben hat. Da waren Kinder mit Kindern zusammen, Jugendliche mit Jugendlichen, Erwachsene mit Erwachsenen. Und da gab es keine Übergriffe, da gab es keine sexuelle Gewalt, da gab es keine Vergewaltigung. Das sind alles Phänomene einer Gesellschaft, die die Sexualität in vieler Hinsicht massiv unterdrückt hat. Und es ist ja auch kein Zufall, dass jetzt diese ganzen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche aufgedeckt worden sind und dass sie über Jahrzehnte, ich würde mal sagen, über Jahrhunderte hinweg dort gang und gäbe waren. Warum? Weil nach dieser katholischen Sexualmoral eben ganz massiv Schuldgefühle tief verankert werden und eigentlich eine strukturelle, charakterstrukturelle Unfähigkeit daraus hervorgeht zur liebevollen Hingabefähigkeit in der Sexualität, zu einer Einheit auch von sexueller Erregung und Herzensliebe. Das sind von Natur aus nicht zwei getrennte Sphären, sondern das bildet eine Einheit. Aber diese Einheit wird zerstört durch Sexualfeindlichkeit. Und trotz alles Predigens von wegen Enthaltsamkeit staut sich dann eben bei solchen Menschen noch viel mehr als bei anderen diese Energie auf und sucht sich dann zwanghaft und ja, mit voller Kraft solche Möglichkeiten und Ventile von Übergriffen. Das ist überhaupt kein Wunder. Das wäre eigentlich nochmal ein Anlass gewesen, also um in der katholischen Kirche nun endlich mal das Thema Zölibat zum Thema zu machen. Wenn man diese Phänomene von Grund auf überwinden will, dann braucht es eine Lockerung dieser strengen katholischen Sexualmoral. Aber so wie unser neuer Papst, unser, meine ich jetzt nicht mich, sondern große Teile der Gesellschaft und der katholischen Christen mindestens, so sehr wie er jetzt gefeiert wird und bejubelt wird und wirklich auch für Eigenschaften, die ich auch bewundernswert finde, also dass er sich den Armen mehr widmet und dass er selber einen ganz bescheidenen Lebensstil lebt, das ist wirklich sympathisch, da setzt er neue Zeichen. Aber soweit ich das bis jetzt verfolgt habe, ist in Sachen Sexualmoral überhaupt keine Lockerung zu erwarten unter diesem neuen Papst. Überhaupt keine Lockerung. Das heißt, die Menschenmassen jubeln einem entgegen, der ihnen und ihren Kindern weiterhin predigt und abverlangt, sich gefälligst am Riemen zu reißen. Ja, und was da für verheerende Entwicklungen daraus hervorgehen, Neurotisierung, Psychotisierung, Gewalt der verschiedensten Art, sogar schwere körperliche Erkrankungen, wie Wilhelm Reich durch grundlegende Forschungsarbeit aufgedeckt hat, bis hin zu Krebs. Wenn man das alles sieht, ist es eigentlich absurd, dass die Menschenmassen dem Oberhirten einer solchen Religion zujubeln. Mal gucken, wie sich das weiterentwickeln wird. Neben der aufkeimenden Sexualität ist es eben auch für die Kinder der wichtigste Aspekt ist Lernen oder ein wichtiger Aspekt, der eigentlich natürlich sowieso angelegt ist und passiert. Und kannst du was sagen zum Schulsystem und wie ein lebendigeres und menschlicheres Schulsystem aussehen könnte? Also erstmal zu dem, wie ich Lernen erfahren habe. Zum Glück
Ich konnte als Kind und Jugendlicher ganz viel entdecken. Ausgenommen das Thema Sexualität. Das war zu der damaligen Zeit und in meiner Familie und so weiter völlig tabu. Aber es blieben noch eine ganze Reihe anderer Bereiche, wo es was zu entdecken galt. Und unsere Eltern haben uns sehr viel Freiheit gelassen. Nicht ständig kontrolliert, überwacht, tu das, lass das und so weiter. Sondern wir sind da wirklich, also damals in der Bonner Gegend, Bad Godesberg, dann rüber ins Siebengebirge, haben dort Höhlen erkundet. Das war richtig aufregend und spannend. Wir haben dort Felsklettereien gemacht, natürlich jetzt nicht in der Eiger Nordwand erstmal, sondern 10 oder 20 Meter hohe Felswände. Wir haben Wasserschlachten gemacht in Ruderbooten und uns gegenseitig ins Wasser geschmissen und. Also da war ganz viel Raum für Entdeckung, dann was meine eigene Kreativität anlangt, wo immer die hergekommen sein mag. Ich habe selber mir viel erkunden können, also selbst auch lernen, über die Schule hinaus. Meinetwegen den Bereich der Musik. Mein erstes selbstverdientes Geld habe ich umgesetzt in eine Gitarre und habe dann am Punkte Null angefangen und habe mich ohne Anleitung reingetastet in die Welt der Harmonien, also der musikalischen Harmonien. Und der Rhythmen und so weiter. Und daraus ist später geworden, dass ich eine Beatband gegründet habe mit tollen Auftritten. Und das ist alles unterstützt worden, auch durchaus von meinen Eltern, also mindestens geduldet worden. Auch wenn der erste Impuls, als ich mit der Gitarre nach Hause kam, mit meinem ersten selbstverdienten Geld gekauft, deren erster Impuls war zu sagen, Junge, hättest du das Geld doch lieber gespart. Na, da haben sie nun wirklich verkehrt gelegen. Viele andere Bereiche konnte ich mir erschließen. Da habe ich gerade jetzt vor einem Jahr mal begonnen, so ein bisschen autobiografisch was aufzuschreiben und habe das alles nochmal an mir vorbeiziehen lassen. Und dann doch gemerkt und auch gewürdigt, welch großen Freiraum ich hatte. Und die Schule habe ich damals ziemlich locker genommen und war trotzdem immer der Klassenbeste, sodass ich jedenfalls von der Schule seinerzeit nicht so viel Druck erfahren habe. Das hat mich geleitet während meiner ganzen weiteren Zeit, dann auch im Studium habe ich zum Teil ziemliche Durchhänger gehabt, weil da vieles völlig unverständlich mir erschien. Bis ich drauf kam, Mensch, das kann man ja auch verständlich machen und verständlich darstellen. Und daraus ist für mich dann auch so ein, fast eine Lebensaufgabe geworden. Also didaktisch vermitteln, möglichst verständlich etwas vermitteln. Und das setzt natürlich voraus, dass ich selber dann auch es erstmal verstanden habe. Und wo ich was nicht verstanden habe, habe ich gefragt, warum? Ich will jetzt wissen. Wie hängt das zusammen? Und das ist für mich jahrzehntelang und bis heute leitend gewesen für meinen Erkenntnisprozess. Also Erkenntnis jetzt intellektuell und auch Kreativität in anderen Bereichen. Und ich habe da auch vor ein paar Jahrzehnten mal einen längeren Artikel geschrieben, Lust und Lernen. Mein Weg zu einer alternativen Didaktik. Das ist ja für viele unvorstellbar, dass Lernen Lust bereiten kann. Und ich kann nur sagen, ja, wenn es darum geht, etwas zu erkunden, was einen selber interessiert, und wenn man dann die Zusammenhänge immer mehr erschließt und dann nicht nur Theorien sich aneignet oder entwickelt, sondern das umsetzt in erfahrbare Realität, und dann stimmt das überein. Das sind Erkenntnisprozesse, das sind Lernprozesse, die sind so erfüllend. Und dann entsteht etwas völlig anderes, als in weiten Bereichen von Schulen und Universitäten und im Bildungssystem allgemein. Es entsteht eine
eine Freude am Lernen. Und nicht nur das, sondern das wirkt sich dann auch so aus, dass man das, was man zur Erkundung und Entdeckung braucht, sich selber aneignet. Da braucht es keinen Prüfungsdruck. Da braucht es keine Schulnoten oder irgendwelche Leistungsscheine. Dann ist man aus sich heraus bewegt. Und das ist eine Entdeckung, die ich eben auf den verschiedensten Gebieten gemacht habe und zum Teil durch eigene Erfahrungen und dann zum Teil durch Aufarbeiten von Forschungen anderer. Es macht einen grundlegenden Unterschied, ob sich etwas oder jemand, ein Mensch, aus sich heraus bewegt oder ob er oder sie unter äußeren Druck gesetzt wird. Und dieses Unterdrucksetzen, Unterdrücken und allem voraus im Bereich der sexuellen Entfaltung, aber darüber hinausgehend in vielfältigen Bereichen der kreativen Entfaltung, Entfaltungsmöglichkeit, das Unterdrucksetzen wirkt sich verheerend aus, in vieler Hinsicht. Und sogar wenn es Spitzenleistungen hervortreibt, sogar dann mag es sich verheerend auswirken. Das haben ja manche Spitzensportler dann irgendwann auch mal sich geoutet. Der Andrew Agassi, großer Tennisspieler und Mann von Steffi Graf, der hat ja ein Turnier nach dem anderen gewonnen und irgendwann hat er Schluss gemacht damit und hat eine Autobiografie veröffentlicht und hat aufgezeigt, wie sehr er unter dem Druck seines Vaters gelitten hat. Menschlich eigentlich weitestgehend zerbrochen. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Es gibt andere Beispiele, jetzt in der Finanzwelt. Der Florian Homm, das ist ein näherer Verwandter, Neffe oder Enkel von dem Josef Neckermann gewesen. Der ist auch in besten Verhältnissen aufgewachsen, wo es nur um Erfolg ging, nur um Geld, um Einfluss, um Macht. So ist er groß geworden. Für ihn war das selbstverständlich, ja, so muss es sein. Der wollte dann noch seinen Josef Neckermann, also seinen Großonkel oder was das war, übertreffen, indem er sich gesagt hat, Mensch, ich muss doch jetzt nicht x Unternehmen hier leiten mit Hunderttausenden von Mitarbeitern, sondern ich verdiene mein Geld schneller. Und dann ist er an die Börse, hat sich da also alles angeeignet und ist zum Börsenfreak geworden und zum Börsenhai, Spekulationshai geworden. Hat sich vorgenommen, 1 Milliarde will er anhäufen. Er hat es dann nur zu 0,5 Milliarde erstmal gebracht. Und irgendwann sind ihm grundlegende Zweifel gekommen. Das hat er neulich mal geäußert in einem Gespräch, wo die Sarah Wagenknecht ihm gegenüber saß. Florian Homm, Sarah Wagenknecht in einer ARD-Sendung. Und es war für mich so erschütternd. Er hat wirklich bekannt, wie er unter diesem äußeren Druck seiner Umgebung ja erfolgreich war. Aber was bringt der ganze Erfolg, wenn er psychisch ein totales Wrack geworden ist? Und seine Botschaft, die er da vermitteln wollte, war eigentlich, denkt früher drüber nach, wenn ihr in solchen Umgebungen groß werdet, ist das wirklich euer Leben, was ihr da lebt, oder ja, gibt es da nicht noch was anderes? Das sind jetzt nur mal zwei Beispiele, denn diese Reihe könnte lange fortgesetzt werden. Jedenfalls, das kann es ja wohl nicht sein, in der Wohlstandsgesellschaft immer mehr materiellen Wohlstand anhäufen oder auch immer erfolgreicher sein in Spitzenleistungen, in den verschiedenen Sportarten und wo es überall sonst noch zu erbringen ist. Und dabei zwischenmenschlich und emotional
sozusagen auf der Strecke zu bleiben und ein Wrack oder ein Roboter zu werden oder eine Maske zu werden, wo dieser Mensch sich weitestgehend von sich selber entfremdet hat und oftmals an diesem hohen Grad an Selbstentfremdung dann auch noch jämmerlich zugrunde geht. Weil dieser unglaubliche Druck, zunächst äußerer Druck, wird ja dann verinnerlicht und das führt ja zu dem, was Wilhelm Reich genannt hat, Charakterpanzer, Verhärtungen, Körperpanzer, der Körper wird verhärtet. Und das leitet einen Prozess von Selbstzerstörung ein und das kann nicht sinnvoll sein. Also jedenfalls habe ich mich früh genug zum Glück gefragt, willst du irgendwie in die Richtung, auf so eine Schiene? Und für mich war ziemlich früh schon klar, nein, mit mir nicht. Übrigens bis hin zu manchen äußeren Merkmalen, viele wundern sich, dass ein Professor Doktor in seinen öffentlichen Vorträgen genauso auftritt wie jetzt hier bei dem Interview oder ähnlich mit einem T-Shirt und einer ganz normalen Hose. Wie kann man das? Ja, der müsste sich doch eigentlich hier in Hemd, Krawatte, Anzug werfen. Nein, das habe ich früh genug erkannt. Ich habe auch irgendwo das Gefühl gehabt, hier eine Krawatte, das ist mindestens so etwas Ähnliches wie eine Hundeleine. Ich will nicht an die Leine genommen werden. Und im schlimmeren Interpretationsfall ist es wie ein Strick. Nein, ich will hier nicht aufgehängt werden, erdrosselt werden, sondern ich will das, was meinen inneren Regungen, auch meiner inneren Kreativität entspricht, das will ich äußern. Ich hätte fast gesagt, das will ich ausdrücken. Da ist schon wieder der Druck drin. Nein, ohne Druck. Ich will, dass es sich äußern kann. Und wenn dem Raum gegeben wird, kann sich ganz viel entfalten. Und es kommen dann zuweilen sogar Ergebnisse zustande, die das, was unter mühsamem Druck in Schule und Universität und Wissenschaft zu Wege gebracht wird, weit übersteigen. Das ist ja dann noch das Unglaubliche. Aber ich meine, das hängt miteinander zusammen. Hätte ich mich einzwängen lassen in die ganzen vielfältigen Formen, bis einschließlich der Kleidung, aber vor allen Dingen auch in alle möglichen Gefängnisse hineinpressen lassen, wäre ich doch auf manche ungewöhnliche Sichtweise und Erkenntnis nie gekommen. Das habe ich nur mir eröffnen können, dadurch, dass ich mich nicht habe einsperren lassen, also im übertragenen Sinne. Und die Ausgangsfrage war ja, wie ist das heute mit dem Schulsystem? Ich sehe nur mit großer Beklemmung, dass der Leistungsdruck an den Schulen offenbar in den letzten Jahren enorm zugenommen hat. Und auch an den Universitäten, da mit der Einführung von Bachelorstudium und Masterstudium, ich meine, das sagt auch schon was, dass wir keine deutschen Worte mehr dafür haben. Also eine enorme Verschulung eigentlich der Universitäten. Da könnte man sagen, wenn an den Schulen wenigstens was Vernünftiges laufen würde, aber da eben läuft der flächendeckende und wachsende Druck und der wird nochmal verstärkt an den Universitäten. Und dann die Aufbaustudiengänge, das ist ja wie so ein verengter Flaschenhals. Da können ja die vielen, die in ein Bachelorstudium gegangen sind und das auch abgeschlossen haben, die können ja gar nicht in diesen schmalen Flaschenhals, also wegen der Studienplätze, die da viel begrenzter sind. Das heißt, der Konkurrenzdruck wird enorm verschärft. Und dieser ganze Prozess der Umstellung, also auf die sogenannte Bologna-Prozess mit Leistungskriterien, die dann möglichst flächendeckend hier über ganz Europa noch vereinheitlicht werden müssen und so weiter. Das sind alles Tendenzen eines verschärften Drucks.
Und es ist kein Zufall, dass die wesentlichen zukunftsweisenden alternativen Gedanken und Wege und Erkenntnisse nach meinem Eindruck jedenfalls in den letzten Jahrzehnten nicht mehr aus den Universitäten kommen und an den Universitäten entstehen und dort gelehrt und geforscht werden. Die Universitäten sind weitgehend bezogen auf Grundlagenforschung, was das Lebendige anlangt, die lebendige Entfaltung anlangt, weitgehend tot. Tot und abtötend. Und außerhalb der Universitäten und üblichen Bildungsinstitutionen tut sich demgegenüber enorm viel, was man im Internet findet, was man auf alternativen Tagungen, Konferenzen, Workshops, Projekten findet, in den verschiedensten Bereichen, Gesundheit, Landwirtschaft, Permakultur meinetwegen, Energie, alternative Energien und so weiter und so fort, auch alternative Pädagogik. Das findet außerhalb der Universitäten statt. Und das ist wieder ganz viel Grund für Zuversicht und für Hoffnung. Also eine menschenfreundliche Schule folgt immer den Schülern. Also eigentlich die Schüler sollen im Mittelpunkt stehen und sollen das Tempo vorgeben und die Richtung, was gelehrt wird. Und es soll nicht beurteilt werden. Ja, es gibt ja ein paar eindrucksvolle Modellbeispiele dafür. Das war schon in den 30er Jahren die alternative Schule, so will ich sie mal nennen, Summerhill in England, begründet von dem Pädagogen A.S. Neill, N-E-I-L-L. Und das waren völlig andere Prinzipien des Lehrens. Übrigens interessant genug, A.S. Neill und Wilhelm Reich wurden enge Freunde. Neill hat den Wilhelm Reich in Norwegen kennengelernt, auch seine Körpertherapie am eigenen Leibe erfahren und gemeint, dass ihn das in wenigen Stunden viel weitergebracht hätte als 50 oder 100 Stunden Psychoanalyse. Und dass auch die Ideen in Bezug auf ein anderes Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen und andere Grundlagen des Lernens, da waren Wilhelm Reich und A.S. Neill sehr nah beieinander und haben dann Kontakt gehalten, einen wesentlichen Briefkontakt über den Atlantik hinweg, als Reich schon in den USA war. Da ist ein dickes Buch draus geworden, Zeugnisse einer Freundschaft, Wilhelm Reich, A.S. Neill. Und in dieser Schule, da kamen ja nun auch ganz normale Kinder und Jugendliche hin, also mit normal meine ich jetzt in dem Sinne normal Deformierte, die schon manches Schlimme abbekommen hatten in den frühkindlichen Phasen, in den Schulen, die sie vorher durchlaufen hatten, und die dann in diese Internatsschule kamen, nach Summerhill. Und da ist nicht gleich alles wunderbar aufgeblüht. Es ist übrigens vergleichbar mit einer individuellen Therapie, wenn da so die äußere Fassade, Reich hat das genannt, die Fassade der sozialen Angepasstheit, erstmal aufgelockert wird, dann kommen ja da Impulse, oftmals destruktive Impulse auch raus, in der Therapie Hass und Ekel und was nicht alles. So war es auch in diesem pädagogischen Modell. Da kam bei etlichen Schülern erstmal viel Destruktives raus, weil die keinen festen Rahmen hatten, an den sie ja gewöhnt waren. Sie hatten ja vorher so ein Korsett gehabt, ja, in das sie eingezwängt waren. Und auf einmal haben sie kein Korsett mehr und dann haben sie sich ausgetobt, aber eben auch im unschönen und destruktiven Sinn oder haben nur rumgehangen eine Weile, während die anderen aber schon ihre Themen und ihr Interesse entdeckt hatten und fleißig dabei waren, sich das anzueignen mit Unterstützung der Lehrer, was für die Lösung ihrer selbstgesetzten Aufgabe dann wichtig war.
Und mehr und mehr haben die anderen Schüler, die erstmal wirklich die Sau rausgelassen haben, so könnte man es immer salopp ausdrücken, die haben dann auch angefangen, Interesse zu entwickeln. Und dann ist ganz viel aufgeblüht, ohne äußeren Druck. Und in der Vollversammlung dort der Schüler und Lehrer hatte jeder eine Stimme. Auch der A.S. Neal hatte nur eine Stimme. Das war Kinderdemokratie. Und sie hat funktioniert. Die Kinder haben sich demokratisch ihre Regeln selber gesetzt. Und wenn sie sie dann verletzt haben, da musste nicht der Schulleiter kommen und sagen, was hast du hier gemacht und ab hier Hausarrest oder Prügel oder was da sonst früher alles üblich war. Sondern die Schülergruppe selber hat dann eben gesagt, wir haben uns doch gemeinsam diese Regeln gegeben. Wir können die doch jetzt nicht verletzen. Ja? Wir müssen mindestens uns bemühen, uns dann auch daran zu halten. Das ist jetzt nur mal so ein kurzes Beispiel. Übrigens etwas ganz Ähnliches hatte ich mal mit einer Studiengruppe an der Fachhochschule für Wirtschaft, wo ich ja 36 Jahre hier in Berlin gelehrt habe, auf einer Klassenfahrt. Da habe ich auch ganz locker sozusagen das gehandhabt. Und diese Reise war geplant von den Studenten selber. Sie war vorgeschlagen von denen. Und ich habe gesagt, okay, ich mach's mit, also offiziell dann, auch mit meinem Namen, wenn ihr das alles vorbereitet. Sie haben das alles vorbereitet gehabt. Dann haben wir eine Fahrt nach Ungarn gemacht, damals noch sozialistisch und durchaus in vieler Hinsicht auch fragwürdig. Und dann hatten wir Fragen, die Gruppe hatte Fragen vorbereitet, die sie den Offiziellen da auch stellen wollte. Also höchst interessant war das eigentlich, sozusagen Theorie und Realität von Sozialismus am Beispiel von Ungarn. Und da war am ersten Abend erstmal der Teufel los, da haben sie ordentlich ihre Freiheit ausgenutzt und sich hier volllaufen lassen und waren am nächsten Morgen völlig unausgeschlafen und mit einem Kater und bei einer offiziellen Veranstaltung sanken die Köpfe einer nach dem anderen auf den Tisch, weil sie völlig übermüdet waren. Und ich habe da gar nicht viel zu gesagt. Die Gruppe selber, wir hatten jeden Abend dann Zusammenkunft, die Gruppe selber hat sich gefragt, das kann ja wohl nicht der Sinn gewesen sein. Wir haben doch die Reise gewollt, wir haben sie doch organisiert. Und jetzt machen wir uns hier alles kaputt? Nein, wir müssen jetzt hier wirklich grundlegend anders damit umgehen. Es ist nie wieder vorgekommen, also auf dieser 14-tägigen Reise. Also selbst da habe ich einige Erfahrungen, es geht mit einer anderen Pädagogik. Aber es wäre Illusion, wenn man annehme, alle Regeln weg, allen Prüfungsdruck weg, alle Studienordnung weg, nur noch Freiräume, dass diese Freiräume gleich genutzt würden. Es wird Übergangsprozesse geben, die erstmal chaotisch sind. Und dann kommt es darauf an, gibt es begleitende Personen mit einem so tiefen Vertrauen darauf, dass unter diesem Chaos etwas Verborgenes, Verschüttetes ist, was dich selber reguliert. Und das ist für mich diese umwälzende Entdeckung von Wilhelm Reich auf verschiedensten Gebieten. Es gibt eine natürliche Selbstregulierung. Und wenn sie zur Entfaltung kommt, dann entwickelt sich das davon betroffene lebende System ungleich viel harmonischer, gesunder, kreativer, als wenn man permanent versucht, mit Druck und Unterdrückung das in irgendwelche Bahnen zu lenken. Mittlerweile gibt es ja im Ansatz hier, was die Schulen anlangt, eine neue Bewegung oder Ansätze davon. Der Gerald Hüther, eigentlich Professor auf einem ganz anderen Gebiet der Hirnforschung, hat sich aber auch über die Hirnforschung mit Lernprozessen
grundlegend beschäftigt. Und darüber hat er sich angeguckt, und wie sind denn die Lernprozesse hier in unseren Schulen und vor allen Dingen in den Schulen, darauf konzentriert er sich, wie sind die denn organisiert? Und ist zu der Einschätzung gekommen, da wird so ungefähr alles verkehrt gemacht. Also in dem Sinne unter Druck. Und dann hat er ja jetzt vor einem halben oder einem Jahr sogar eine ganze Tournee gemacht mit Schulklassen, die schon nach anderen Konzepten hier Schule praktizieren, mit Unterstützung von Lehrern und Lehrerinnen und sogar die Direktorin in dem Fall, was ein Glücksfall ist, hat grünes Licht für dieses Schulexperiment gegeben. Und die sind durch x Städte, ich glaube 20, 30 Städte gefahren mit einem extra dafür gescharteten Omnibus, einem Schulbus sozusagen. Und überall, wo sie kamen und öffentlich dann ihr Konzept und ihre Vision vorgestellt haben, waren die Säle überfüllt. Auch in Berlin, hier an der Urania, der größte Saal war völlig voll. Wir haben sie den zweitgrößten noch auch gefüllt und haben dann Video übertragen. Also da ist etwas Neues auch zum Thema Schule erkennbar. Und es ist nur zu hoffen, dass dieser Prozess weitergeht. Weil das, was in dem übrigen Bereich dort zu beobachten ist, ist wirklich mehr und mehr besorgniserregend. Und dann hat man ja zuweilen Vorbilder von Japan und China, den großen Konkurrenten am Weltmarkt. Und wenn die das hinkriegen, dann müssten wir das doch auch. Und dann müssen Kinder schon viel früher anfangen, systematisch und unter Druck zu lernen, damit sie Spitzenleistungen hervortreiben. Sie kriegen es vielleicht hin bis zu den Spitzenleistungen. Aber menschlich werden es mehr und mehr Roboter. Und das mögen manche Interessen ja vielleicht sein, die das befürworten, aber im allgemein menschlichen Interesse sind das eigentlich Horrorvorstellungen. Und die müssten als solche erkennbar werden und aufgegriffen werden, sollten dann solche Modelle, die es schon ja gegeben hat und ansatzweise hier und da und dort auch schon wieder gibt. Ja, soll man eine kleine Pause machen? Ja. Dann sage ich nur gerade erstmal, ja Bernd, erstmal vielen Dank für den ersten Teil des Interviews. Danke.